Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Farmers Live. Jetzt dachte ich schon, ich müsste gleich mal das Gewehr rausholen bei dem Vogel. Ich habe jetzt eigentlich noch schnell, was heißt schnell? Ich habe hier hinten mal die Felder fertig gemacht. Ich bin quasi mal hier mit dem Pflug hin und her gefahren und habe dann alles ausgesät, was ich denn so hatte. Durch das, dass ich die Zeit umgestellt habe auf 0,1, habe ich das natürlich wunderbar an dem einen Tag geschafft. Ansonsten wäre es wahrscheinlich verheerend gewesen. Da hätte ich wahrscheinlich 2 Tage lang hier nur die Saat ausgebracht. Weil ich musste pflügen, ich musste danach mit dem Dünger hier drüber und dann musste ich nochmal drüber, um die Saat auszubringen. Hier haben wir auch noch ganz viele Felder. Die werde ich allerdings erst bestellen, wenn das Zeug hier weg ist, vermute ich mal. Aber die Felder hier, die werde ich auf jeden Fall noch mal bearbeiten, ist ganz klar. Weil das ist gerade mal die Hälfte von dem Feld, sag ich mal, was wir ungefähr haben. Hier könnte ich auch noch mal fahren mit dem Traktor, aber ich glaube, das lasse ich. Ich glaube, das mache ich nur hier. Da müssen wir allerdings natürlich auch wieder Samen kaufen, ne? Das ist auch klar. So, ich brauche jedenfalls extrem viel von dem Dünger. Jetzt muss ich noch mal schauen. Ich glaube, ich müsste mal bei Gelegenheit die anderen Heugabeln. Na, Linksklick, Space, Linksklick, Space. So. Ich müsste, glaube ich, mir mal die andere Heugabel noch kaufen. Die etwas teurere mit den 4 Zacken, weil da ein bisschen mehr drauf geht. Dann geht es nämlich hier auch ein bisschen schneller. Und man braucht tatsächlich echt viel Dünger, ne? Das habe ich mir gar nicht gedacht. Also ich glaube, wenn ich mit dem Wagen hier drüber fahre, um die Felder zu düngen, brauche ich mehr, als wenn ich das mit dem Eimer mache. Allerdings mit dem Eimer dauert es halt auch 3-mal, 4-mal so lang. Ne? So. Ich habe jetzt dann, durch das, dass mir der Dünger hier ausgegangen ist, habe ich dann zuerst mal Heu noch hier drauf geschmissen und jetzt hat eben noch ein bisschen Gras gesammelt. Ich zeige euch gleich auch, wo ich das gemacht habe. Und vielleicht können wir das ja sogar noch. Oh meine Güte, das ist echt viel. Ich muss unbedingt die andere Heugabel her tun, weil das, so ist das nichts. Da braucht man Ewigkeiten. Das ist ein dauerndes Hin und Her. Aber ich will das jetzt hier drin haben, dass ich den Dünger fertig habe. So, sind wir ja schon am unteren. Jawohl, gut, das noch und weg damit. Ach, danke. So, jetzt. Dich hänge ich wieder daher. Ich würde dich gerne, danke. So, irgendwo war noch was rumgelegen von dem geschnittenen Heu. Das habe ich jetzt dann zwar hier reingeschmissen, das wird dann beim nächsten Mal mitverarbeitet. Und ich habe hier drüben bei den Obstbäumen, da habe ich jetzt halt mal weitergemacht ein Stück. Da muss ich eh noch das Gras schnell einsammeln hier. Na, sammel ein. Aber ich habe hier mal das ganze Gras gemäht. Oder zumindest, ich glaube, dass ich alles gemäht habe. So, mit der Vogelscheuche weiß ich noch nicht. Irgendwie will ich die nicht wegmachen, weil ich weiß nicht, ob ich die wieder irgendwann mal bauen kann. Ich habe jedenfalls den Weg hier fertig gemacht. Habe dann hier einen Weg rumgezogen. Und dann wieder hier nach vorne zu der Tür einen Weg gemacht. Ich werde das dann hier hinten wahrscheinlich auch noch machen. Auch noch mal weiter hier. Und dann nach hier vorne, wo gerade keine Tür ist. Aber das ist egal. Einfach hier nach vorne und dann hier wahrscheinlich nochmal einen Weg. Und hier in die Mitte, das sollen ja dann nochmal Sträucher und es sollen nochmal Apfelbäume rein. Ich überlege mir nur gerade, ob ich hier vielleicht... Warte mal, kann... Nee, da kann ich nichts anpflanzen. Ob ich hier vielleicht noch schnell den Apfelbaum mit reinschmeiß. Das könnte ich eigentlich machen, ne? Einen Apfelbaum hier noch mit rein, dass das dann fertig ist. Oder machen wir gleich... Achso, ich habe gar keinen Apfelbaum, ne? Warte mal, nimm mal die Dinger hier mit. So. Das sind ja insgesamt 12 Büsche. Das wäre natürlich super, wenn ich die dann auch schon ernten könnte. Ich brauche die Hacke, die ich nicht hier drin habe, sondern da vorne. Da wäre es auch schön, wenn ich mal eine zweite hätte. Weil dann könnte ich nämlich die da hängen lassen und die andere dann immer nutzen.
So, hier wollte ich ja den Apfelbaum reintun, habe ich jetzt halt keinen da, weil die Samen ein bisschen zu teuer waren. Jetzt halt wäre nur die Sache, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich rausfinde, wo ich das am besten platziere. Ich glaube, ich habe das ja immer 2-2 im Abstand gemacht, ne? 2 von hier rein, also ins dritte, und dann 2 von hier rein ins dritte. Aber ich glaube, die kann ich etwas enger machen, die Büsche. Deswegen gehe ich jetzt halt mal immer nur 2 auseinander. Jetzt machen wir mal hier rein. Machen wir mal die Himbeeren. Und dann müsste ich normalerweise 2 weiter drüben wieder einen machen können. Ohne Probleme. Nee, das geht nicht. Ich muss mindestens 2 dann weg. Ja, ist okay. Das ist okay. Hallo? Warum geht es jetzt nicht? Bodenzustand Brachland. Da konnte ich ihn jetzt reinmachen, aber warum kann ich den jetzt da nicht reinmachen? Okay. Nochmal. Warum kann ich jetzt da keine Beete machen? Okay, ich müsste doch hier 2 rüber. Ja, das ist dann natürlich blöd, ne? Jetzt habe ich den da gepflanzt. Na ja, gut, dann ist es halt so. Jetzt bin ich im Grunde 1 weiter vorne und jetzt 2. Ne, ist okay. Ist okay. Ist egal. Ist egal. So, 1, 2. Dann müsste ich normalerweise doch jetzt hier das machen können, oder? Ja. Okay, also ich kann es schon immer im Abstand machen. Aber okay. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier das Ding noch wegmachen kann. Ja, das geht. Okay, dann kommt der Busch einfach weg. Das ist mir egal. Das ist mir egal. 1, 2. Boah, jetzt wird es dunkel. Dann 1, 2. Das heißt, wir machen das am nächsten Tag dann weiter. Dann müssen wir uns dann einfach noch ein paar von den Beeren holen. Du machst aber nicht viel Licht. Jetzt habe ich dich doch nachgefüllt. Na toll. Gut, dann müssten wir jetzt halt eigentlich nur das Ding dann wegmachen. Naja gut, das, wie gesagt, das machen wir dann am Tag. Aber heute steht ja, das wisst ihr ja, heute steht ja die Hochzeit an, ne? 1939, Flausch, ich glaube, du kannst rein. So, gut's Nächtle. Dickerle. Sagte der eine Dicke zum anderen Dicken. Schauen wir mal, ob hier irgendwas rumfliegt. Nein. Alles noch gut. Na, dann passt's ja. Aber ich dachte, du magst ein Licht. Irgendwie mag das Licht nicht, ne? Das ist eine kleine Funzel. So, hier, das dauert noch ein paar Tage. Sind wir gerade mal noch bei 72. So, Hühner, ihr könnt jetzt auch langsam mal schlafen gehen. Zack, zack. So, und dann schauen wir noch mal in den... Ich will Licht haben, was ist denn los? Ich habe doch die Lampe extra nachgefüllt. Naja, gut. Dann halt nicht. Ich habe ja meinen Strom gezahlt, das waren 20 Münzen, also das... Taucht schon. Schauen wir mal hier ganz kurz noch rein. In einer Stunde wären die soweit. Dann hopp, zack, zack, einmal eine Stunde ins Bett. Dann kann ich das nämlich gleich wieder nachfüllen. Ja, eine Stunde. Dann haben wir nämlich 21 Uhr. Wir können jetzt die Rüben raustun. Ich glaube, ich kann sogar noch einmal Feuer machen, also noch einmal Rüben kochen. Bin mir jetzt nicht sicher, wie viel Zuckerrüben ich noch habe.
Schauen wir mal ganz kurz. Ah ja, 218 haben wir noch. Ja, dann passt es ja. So, das Gras muss ich dann wieder rausschmeißen. Das fülle ich aber jetzt nicht da rein. Das lassen wir jetzt einfach mal liegen dann. So, einfach daher. Dankeschön. Jawohl, das ist fertig. Dann brauchen wir jetzt nur noch Flaschen. Oh, und ich bin so aufgeregt wegen der Hochzeit. So, ich hoffe nicht, dass es regnet. Weil es klingt nämlich schon so verdächtig irgendwie da draußen. Ich bin auch mal gespannt, wie das läuft dann, wenn sie das nachfüllt, wo ich dann die Sachen haben muss. Weil irgendwo muss ich ja das Holz hin tun, dass er das nehmen kann, die Helene. Die Helly. Hier. So, Wasser passt noch. Kann ich hier irgendwas reintun? Nein. Ich lasse jetzt mal die Beeren einstecken. Ah nee, Quatsch. Nicht einstecken lassen. Wir gehen auf eine Hochzeit. Da musst du deinen besten Zwirn anziehen oder kannst du nicht mit Samen in der Tasche rumlaufen. Was ist denn mit der Lampe los, ey? Das ist ja ganz komisch. Warte mal, ich habe doch da draußen noch mal eine Lampe hier. Irgendwo. Irgendwo hatte ich sie. Ach so, stimmt. Das war ja hier auf der Kiste. Vielleicht kann ich die zwei austauschen. Stellen wir die mal raus, daher. Da macht sie jetzt Licht, ne? Du willst mich doch veräppeln. Nimm. Ah, jetzt. Gut, danke. Ich habe schon an mir gezweifelt. Aber Licht haben wir ausgemacht, das passt. Dann können wir jetzt mal durchschlafen. Ich würde sagen, bis um 6 Uhr. Also wir sollen ja vor 9 Uhr da sein. Ich würde sagen, wir machen jetzt halt mal 6 Uhr. 6.16 Uhr. Dann haben wir auf jeden Fall lang geschlafen. Sollten dann auch fit sein. Dann hauen wir uns erst einmal einen Wodka ins Gesicht und dann geht's zur Hochzeit. Oh, ich weiß gar nicht, ob das einen Erfolg gibt. Erscheine betrunken zu deiner Hochzeit oder so. Ich weiß es nicht. So, das Ding ist leer. Okay, dann juckt mich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Dann ist es jetzt halt einfach so. Wir tun mal den Zucker schnell hier rein. Darf ich die Braut sehen? So, wir haben jetzt jedenfalls April. Jetzt gucke ich nochmal auf die Quest. Detonation, Schwein einreiten, Hochzeit. Es bleibt nur noch um 9 Uhr vor der Kirche zu erscheinen. Ich gebe zu, dass ich ein wenig nervös bin. Ich frage mich, ob meine Verlobte sehr wütend wäre, wenn ich mich verspäten würde. Vielleicht ist es besser, es nicht zu versuchen. Nee, sollte man nicht, ne? Deswegen essen wir jetzt nochmal was. Wir können uns ja mal eine Brühe ins Gesicht hauen. Jawohl, dann kannst du eine Flasche Wasser oder so trinken. Hast du nicht. Daneben nicht. Dann das da weg. Dann gehen wir einfach mal am Brunnen. Jawohl. Dann schmeißen wir das Werkzeug noch hier rein. Die lasse ich jetzt auch hier drin. Und dann heißt es eigentlich ab an den Altar, ne? Wir fahren mit dem Traktor hin, ist ja logisch. So, bestätigen. Dann können wir dann nämlich auch gleich heimtuckeln. Mal gucken. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Also ich habe keine Ahnung, was genau mich erwarten wird jetzt. Irgendwie ist die Kirche nicht da. Ah, jetzt. So, Helene, ich hole die mit dem Traktor ab. Keine Ahnung, ich hätte da oben wahrscheinlich reinfahren müssen, wenn dann, ne? Ich lasse ihn jetzt halt einfach mal hier stehen.
So, einmal aussteigen bitte. So, und jetzt? Vor der Kirche, ne? Hat's geheißen. Um 9 Uhr vor der Kirche. Da-da-da-da. Okay, der Pfarrer ist auch noch nicht da. Was ist das da? Da kommen Blätter durch. Die Kiste haben wir schon mal leer gemacht. So, jetzt bin ich nervös. Ich bin hier und sonst keiner. Toll. Okay, ich glaube, man kann ja hier warten, ne? Wir haben jetzt 6.52 Uhr. Das heißt, wir müssten 2 Stunden warten. Nee, 2 Stunden. Dann haben wir 8.53 Uhr. So, muss ich jetzt nochmal zum Pfarrer? Muss ich mit dem sprechen? Reden wir? Sollen wir ein Ringen machen? Schön, dich wiederzusehen. Auf Wiedersehen. Neun Uhr vor der Kirche. Ich bin vor der Kirche. Bin ich an der richtigen Kirche? Gibt es da noch eine zweite? Wie spät ist es? 9 Uhr. Okay. Muss ich vielleicht doch rein an den Altar? Was? Aufgabe beendet? Hochzeit? Ah, jetzt. Es ist passiert. Kasimir ist kein Junggeselle mehr. Ah, da steht sie. Ja, ich kann dir nicht einmal antworten. Ah, Mima Moi hätte ich sagen müssen. Schön. So, und alle sind sie da. Ich brauche nur ein schönes Bildchen von dir. So. Halte die Leertaste gedrückt, um die Hochzeit zu beginnen. Okay, jetzt bekomme ich quasi die ganzen Sachen. Orgel verstummt. Lasst uns trinken. Schön. Yay, drücken Sie die Leertaste, um einen Toast auszubringen. An wen denn? Du kauerst ja auch ganz schön da. Yay, die Musik ist schön. Ich lasse das. Nee, komm. Leertaste, um einen Toast auszubringen. Für die Gesundheit meiner wunderschönen Frau. Yes. Drücken Sie die Leertaste, um einen Toast auszubringen. Halten Sie die Leertaste gedrückt, um ganze Hochzeit zu überspringen. Nee. Nochmal den Toast hier. Bei unserem Pfarrer Matthäus. Für die Gesundheit des jungen Paares. Zu schön. So, für die Gesundheit aller unserer verehrten Gäste. Noch keiner hat eine Sau gegessen hier jetzt. Möge es uns allen gut gehen. Nochmal Gesundheit. Hatschi. So, einen Hammer haben wir jetzt halt noch gekriegt. Gesundheit. Ah, okay, und das war's jetzt. Halt. Jetzt haben wir quasi alles eingesackt, was ging. Da draußen steht ein Wagen. Also, halte die Leertaste. Juhu, und so endet das einsame Kapitel im Leben von Kasimir. Ein echter Mann als Erfolg. Die Ehefrau kehrte nach Hause zurück. Was? Warum?
Warum ist er nicht bei mir? So, ich bin verwirrt. Ist sie jetzt da oder ist sie nicht da? Liegt sie schon im Bett? Ah, da ist sie. Hallöchen. Sprich. Hallo Ehemann. Reden wir, rauchen wir eine, Kämpfe, lass uns rauchen oder schon eine, oder? Danke, aber ich rauche nicht, ne? Hast Pech gehabt, oder ich? Reden wir. Du siehst heute außergewöhnlich schön aus. Du flirtest mit mir, obwohl ich deine Ehefrau bin, gib mir einen Kuss. Lass uns über etwas anderes sprechen. Was gibt's Neues bei dir? Ich überlege, womit ich jetzt anfangen soll. Du siehst heute außergewöhnlich. Oh, du mein Liebling, ich gehöre doch schon dir. Lass uns über etwas anderes sprechen. Lassen Sie uns die Arbeit teilen. Okay. Das heißt, ich muss ihr nur sagen, was sie machen soll. Auffüllen von Wasser und Brennstoff, auffüllen bla, bezahlen die Stromrechnung, einführen von Tieren in die Boxen. Die Ehefrau erfüllt ihre Pflichten mit Freude. Mit Freude aus? Naja. Mit Freude. Achso, sie führt ihre Pflichten mit Freude aus. Jetzt. So, dann schauen wir mal, ob sie das auch gemacht hat hier. Es sind nur 5 Wasser drin. Aber was haben ich jetzt alles? Ich habe auf jeden Fall nochmal Eimer bekommen. Okay, 2 Stück. Wir haben Met, das ist aber glaube ich noch der, den wir raus haben. Wir haben den Apfelbaum bekommen. Wir haben Rentiergeweih, Spritzen, nochmal eine Zange, die ich leider nicht verkaufen kann, aber das macht ja nichts. Gehen wir mal da. Tun wir mal die Sachen hier rüber. Den Hut haben wir gekriegt, wir haben die Blumen gekriegt. Wir haben nochmal eine Axt bekommen, den Schraubenschlüssel, den hätte ich, ja, den sollte ich draußen reintun, ne? Zum Werkzeug. Die Axt haben wir bekommen. Maische, 2 Destillen. Die Spritzen tun wir rüber. Das Mützle tun wir rüber. Und das andere Werkzeug, das kommt dann raus. So, gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal ins Bett. Aufwachen bitte um 5 Uhr, das reicht. So, das war eine Hochzeitsnacht. Kurz und schmerzlos. So, wo ist jetzt meine Ehegattin? Was machst du? Hast du hier aus? Sie hat aufgefüllt ein bisschen, das ist toll. Einige Tiere werden bald sterben, ja, das ist auch okay. So, gehen wir mal hierher. Wir brauchen den Schraubenschlüssel nicht mehr. Die Axt können wir hier raus tun. Brecheisen könnte ich aber auch verkaufen, ne? Der Hammer ist auf jeden Fall gut. So, wo ist denn meine hübsche Frau? Okay, die Sachen sind leer. Das heißt, wir können jetzt halt hier mal noch die 2 Destillen herstellen. Dann haben wir 7 Stück da. So, einmal. Und dann hier nochmal eine. So, dann ist jetzt nur die Sache noch, dass ich auffüllen muss. Und zwar Wasser müssen wir auffüllen. Obwohl das ja eigentlich sie machen müsste jetzt, ne? Nur die Frage, wo muss ich denn das Holz haben, dass sie das auffüllt? Honig? Maische. Da nochmal Maische. Der Honig kommt innen rein. Den Apfelbaum können wir jetzt dann mal auf dem Feld ausbringen. Ah, da bist du. Da bist du. Gucken wir mal bei den Bienen. Die sind noch nicht so weit. Ah, so, sie macht jetzt das Auffüllen von Wasser und Brennstoff in der Küche. Okay. Anscheinend. 1436. Keine Ahnung. Braucht sie die Eimer dann nicht irgendwo? Muss ich die Eimer vielleicht hier reintun? Kann das sein?
dass ich einfach mal einen Eimer hier rein tue und dann ist gut. Weil Maische macht sie ja auch, ne? So, meine liebe Ehefrau, Helly, wo kann ich denn jetzt bitte die Sachen verkaufen? Ich freue mich auch, dich zu sehen, Liebling. Ja, ja. So, trink mal einen Schluck. Es wird wahrscheinlich erstmal ein bisschen dauern, bis sie hier wirklich durch ist. Von daher mache ich mir das jetzt so. Wir haben Holz, Holz, Holz. Wo ist mein Holz? Genau, Brennholz. Wir haben 11 Stück in den anderen drin. Also mache ich hier 22, dass ich dann 11 Stück nochmal zusätzlich für die letzten zwei Destillen habe. Nee, Quatsch. 5 Holz sind da drin. Okay. 5 Holz. Dann tun wir eben nur 5 Holz rein. Ich will ja gleich ziehen. Weil ich möchte auch schauen, ob sie das auffüllt. Und wenn wir jetzt dann alle Destillen laufen lassen. Ich weiß jetzt nicht, was ich da gerade mache. Gut. Das reicht ja auch mit den zwei Eimern, ne? So. Einer hier rein. Einer da rein. Dann können wir die Flaschen rausholen. Bestätige. Und jetzt brauchen wir eben nicht 5 Stück, sondern 7 Stück. Dann nehmen wir doch gleich einmal die 7 Apfelmaische hier. So, nehmen. Maische. Anzünden. Also ich denke mal, dass ich das beim LPG verkaufen kann. Ansonsten bringt es ja nichts mit dem mit den Destillen. Helene war bis jetzt immer diejenige, bei der ich die Sachen verkauft habe. So, die Eier muss ich noch einsammeln. Produktion auf Eis, ja, klar. So, 5-mal. Und zack, und schon haben wir 7 Destillen am Rennen. Wunderbar. So, jetzt. Ich behalte die Eimer auf jeden Fall mal noch drin. Das auf jeden Fall. So. Halt, nicht das. Ich wollte das da raus tun. Und dann müssen wir, also vermutlich, zum LPG. Fahren wir doch mal mit dem Fahrrad zu LPG. Dann kann ich ihr ein bisschen Zeit geben, ne? Die ganzen Sachen auch aufzufüllen. Sie wird da wahrscheinlich so eine Liste haben, so wie wenn wir sie ansprechen, ne? Dass man dann sieht, was sie alles macht. Und das wird sie dann eins nach dem anderen durchgehen. Halt, lass das Fahrrad einfach mal da stehen. Hallo? Stehst du da? Ich habe hier nirgends ansprechen. Hier ist auch niemand. Haben die heute alle frei oder wie? Was ist nun? Keine Kühe hier? Keine Kühe, keine Hühner, kein gar nichts. Was ist da vorne? Da steht immer noch das Fass, was ich gekauft habe. Er ist auch nicht da. Kann ich jetzt den da klauen? Das ist nicht meine Maschine, aber vielleicht wird sie irgendwann. Was ist mit dem da? Wo sind denn alle? Wir haben jetzt seit... Ach so, wir haben 6.46 Uhr, deswegen. Oh meine Güte. Was haben wir denn da? Können wir das nehmen? Nein. Können wir den Hammer nehmen? Nein.
Ich habe mich jetzt schon echt gewundert, was jetzt los ist hier. Aber es ist klar, die kommen ja erst um 7, ne? So, 6:49 Uhr. Ich würde sagen, ich warte jetzt hier einfach mal eine Stunde. So, eine Stunde, ist ganz egal. Die Ehefrau ging zur Arbeit. Ach so, sie fängt um 7 Uhr an, das Arbeiten. Ja, ist okay. So, jetzt sind auch die Kühe wieder da. Ja, Servusle. Ja, du bist mir hoffentlich nicht mehr böse, oder? Rauchen wir doch erst einmal eine, dass ich dich wieder ein bisschen hochbekomme. Was habe jetzt ich? Schmetterlinge um den Kopf? Oder was habe ich da unten? Moment. Gut ausgeruht. Kasimir fühlt sich wirklich großartig. Das ist zweifellos das Verdienst seiner wundervollen Ehefrau und ihrer fröhlichen Stimmung, um die Kasimir sich kümmert, so gut er kann. Okay. Handeln wir. Kann ich dir jetzt? Nein, dir kann ich das Zeug nicht verkaufen. Kaufen von dir selber musste ich jetzt eigentlich nichts. Das, was ich noch kaufen möchte, das ist dieser Schredder, wo wir uns dann selber das Tierfutter machen können. Hallöchen, drehst du mir jetzt den Rücken zu, weil ich geheiratet habe? Handeln wir? Geht nichts? Okay, was kostet denn ein Apfelbaum bei dir? 636. Ich würde gerne da noch zwei Stück, also nehmen wir noch vier. Wir nehmen jetzt halt noch vier, nein, wir nehmen noch zwei, ich muss ein wenig zurückhalten. Zwei Stück davon und dann würde ich sagen, nehmen wir noch von den Heidelbeeren fünf Stück. Und von den Himbeeren auch nochmal fünf Stück. So, jetzt hoffe ich nur, dass ich irgendwo meinen Alkohol losbekomme. Vielleicht hier vorne bei ihm? Ich hoffe es. Wo kann ich denn das verkaufen? Vielleicht muss ich jetzt zu Thaddäus, weil du hast ja nur diese Aufträge, ne? Diese Verträge. Reden wir, kämpfen wir, Rennen machen, Verträge. Im nächsten Jahr wieder, ist in Ordnung. Erdhügel vergrößern. Und hier gibt es ja sonst keinen Händler auf dem Grundstück. Oh oh. Was habe ich mir da angetan? Da annulliere ich doch gleich nochmal die Hochzeit. Moment, wir fahren mal zum Sägewerk. Irgendwo muss ich das Zeug verkaufen können. Vielleicht bei Thekla? Könnte ich mir jetzt halt noch vorstellen. Ich weiß nicht, ob das die Brüder hier nehmen. Gucken wir mal. Ne, die nehmen den auch nicht. Aber ich könnte von euch gleich mal, was habe ich an Gewicht? Ja, das passt. Von euch gleich mal das Holz nachfüllen. Oder warte mal, mit dir habe ich ja eigentlich noch nie so wirklich gesprochen, ne? Ja, aber du kaufst den auch nicht. Okay. Dann fahren wir einmal zu Thaddäus, weil vielleicht kann ich es ja bei Thaddäus jetzt direkt verkaufen. Wenn ich jetzt seine Tochter mir schon geschnappt hat, ne? Vielleicht kann ich dann den Alkohol bei dir Zwerg verkaufen. Nein. Okay. Bitte, jetzt bleibt mir eigentlich nur noch dann Thekla. Weil, wenn ich so viel Alkohol mache, den kann ich ja gar nirgends verkaufen. Auch nicht. Oh oh. Okay, dann fahren wir mal am Markt. Wo kann ich denn das dann verkaufen? Das ist ja übel. Das stellt mich jetzt vor ein echtes Problem, weil es bringt mir ja nichts, wenn ich den Alkohol herstelle, wenn ich den dann nirgends verkaufen kann. Hallo? Danke. Nee, bei dir kann ich ihn nicht verkaufen. Du wahrscheinlich auch nicht.
Nee. Stefan? Go by to Jessus, we're Mislik. Auch nicht. So, jetzt bleibt eigentlich nur noch Sophie dann. Auch nicht. Und Sophie nimmt wahrscheinlich nicht so viel weg, ne? Ach doch, ich kann den bei ihr verkaufen. Oh, zum Glück. Zum Glück, ich habe jetzt halt echt schon einen Schiss bekommen jetzt, dass ich das Zeug nicht verkaufen kann. Okay, nee, dann passt's ja. Das Komische ist, dass ich die Ringe immer noch einstecken habe. Halt, warte mal, ich brauche die Flaschen von dir, weil wenn ich jetzt halt bei Helene nicht mehr die Flaschen kaufen kann. Puh. Boah, da ist mir jetzt halt echt ein Stein vom Herzen gefallen. So, das, was jetzt halt als nächstes ansteht, ist die Ländereien, ne? Wir haben ja hier schon angefangen. Das heißt, Landwirtschaft wäre das nächste. Aber ich glaube, das kostet 4.000 oder sowas. Hier kostet die Landwirtschaft sogar 9.000. Dann fahren wir jetzt mal nach Hause. Wir gucken mal, wie unsere liebe Frau das mit dem Auffüllen hinbekommt. So, wir haben hier Honig. Wir haben die Einweggläser. Okay, also hier sehe ich jetzt halt mal noch nichts von wegen Maische. Okay, aber das hier ist ja auch nicht aufgefüllt. Lass uns mal die Eier schnell holen, weil das sind nämlich einige wahrscheinlich. Mache ich eine Hühnerfarm auf hier. Mit 1000 Hühnern oder sowas. Oh, die haben kein Futter mehr. Warte mal, habe ich noch irgendwo Körner? Da habe ich nirgends mehr Körner, ne? Nee, da auch nicht. Oh, verdammt. Warte mal, schmeiße mal die Sachen schnell da rein. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Wo haben mich noch Körner? Habe ich noch Haferkörner hier drin? Oje, nee, ich muss tatsächlich Futter kaufen. Das ist ja blöd. Okay, warte mal, hol die Eier noch. Ich bin schon wieder über die Zeit, ne? Alles voll hier. Schauen wir mal, wie viele Eier wir jetzt dann am Ende haben. Da muss ich wirklich glatt nochmal einen Stall bauen hier. So, haben wir alle? Ja, wir haben alle, ne? Weil wir haben jetzt halt viele Hühner. Wir haben jetzt halt über 13 Stück, glaube ich, oder 14. So, dann. Keine Ahnung, wo Helene jetzt ist. Wir fahren aber auf jeden Fall nochmal zu LPG schnell. In der Hoffnung, dass die Eier jetzt auch irgendwas bringen. So, Hallöchen. Handeln wir? Naja, gut. 6 Münzen, 76 Stück, das passt schon. Samen kaufe ich jetzt erst einmal nicht bei dir, obwohl es notwendig wäre. Dann fahren wir. Ach ja, stimmt. Mal kurz Futter kaufen hier. Muss ich unbedingt die Haferkörner aufheben. So, handeln wir. Wir brauchen nochmal einen von diesen Geflügeltrögen. Würde ich auf jeden Fall gerne haben. Wollen noch einen. Dann kaufen wir was von dem Futter. Jetzt weiß ich nicht, wie viel nehmen wir denn? 50 erstmal? Oder 60? 60. Na? 60 von dem hier. Und das reicht erstmal. Oder nehme ich noch Haferkörner mit? Boah.
Nee, eigentlich nicht, weil wenn der Hafer fertig ist, dann haben wir so viel Haferkörner, dass wir auf jeden Fall unsere Hühner versorgen können. So. Dann einmal nehmen. Stellen wir die jetzt da her oder stellen wir die? Ich würde sagen, wir stellen die Futterdinger jetzt halt hier hin. Das Geflügelbecken stellen wir hier schön in die Mitte. Und hier in die Mitte. So. Dann können wir auffüllen. Da mache ich jetzt überall ein bisschen was rein. Ein bisschen mehr vielleicht. So, dann können die nämlich schon mal futtern. So. 7. Da gehen auch nochmal 7 rein. Dann schauen wir mal, was wir da noch an Rest reinkriegen. Jawohl, einfach da rein damit. So, passt. Dann haben die jetzt halt auf jeden Fall erst einmal ein bisschen Zeug noch drin. So, du kommst raus. Das Ding verkaufe ich. Obwohl, das Kleine könnte ich ja innen reinstellen. Ne? Das schadet nichts, wenn wir da zusätzlich was haben. Einfach daher wieder, wo es war. Ich denke mal, dass die 4 Dinger eh gleich weg sind, aber ist wurscht. So. Passt. So, jetzt gucke ich nochmal nach der lieben Frau. Mich das sind echt interessiert jetzt, weil hier kocht nichts. Wasser ist nicht aufgefüllt. Einweggläser sind massenhaft da. Ich denke mal, dass ich hier die Sachen reintun muss, aber wir haben Honig da. Also Honigmeische könnte sie normalerweise kochen, ne? Da ist eigentlich auch nicht aufgefüllt jetzt. Ja, ich bin ja mal gespannt. Ich bin ja wirklich mal gespannt. So, wie schaut es denn hier auf dem Feld aus? Es braucht noch 9 Stunden. 9 Stunden, das heißt heute Abend um 20 Uhr. Das ist ja toll. Erbsen. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo Unkraut habe, was ich zupfen muss. Das ist halt das Einzige, ne? Dass ich jetzt das... Das Unkraut nicht sehe, aber das sieht man normalerweise bei den Zwiebeln und bei den Erbsen. Aber das sind jetzt alles Zuckerrüben. Das schaut alles so krank aus, ne, das Zeug. Aber das wächst ganz normal. Hier. Zwiebeln. Irgendwo Unkraut? Das schaut echt total kaputt aus, ne? Naja, gut. Muss ich jetzt einfach mal lassen. Jetzt, wenn das noch 9 Stunden dauert oder 8 Stunden dauert, dann kann ich das am Abend quasi einsammeln, das ganze Zeug. Das passt schon. So, dann werde ich jetzt noch das Zeug wegmachen. Wo ist denn eigentlich meine Frau jetzt? Wo hüpft denn die rum? Können hier schon was geerntet werden? Heidelbeeren? Nee, kann ich noch nicht ernten. Äpfel ja sowieso nicht. Die auch nicht. So, aber wo ist meine liebe Frau? Komisch. Kaum geheiratet, schon ist die Frau verschwunden, ne? Weil in der Küche stand sie jetzt nicht, oh meine Güte. Da steht sie auch nicht. Da ist sie auch nicht. Sieht man das auf der Map, wo sie ist? Nee, ne? Dass sie nochmal bei Thaddäus jetzt ist? Bei ihrem Vater?
Ich bin verwirrt. Ganz arg. Wie schaut es denn hier aus? Das braucht noch 33 Stunden, okay. Kein Plan, wo sie jetzt ist. Hier ist er nirgends, da ist er nirgends. Oh meine Güte. Was habe ich mir da angetan? Aber es hat geheißen, sie geht zur Arbeit, ne? Also, naja, gut. Jetzt bin ich auf jeden Fall schon eine Viertelstunde über die Zeit drüber. Ich würde sagen, wir gucken dann einfach das nächste Mal weiter. Ich werde dann die Felder heute noch machen und mal schauen, wo ich sie dann finden kann. Ich denke mal, dass sie bei Thaddäus ist. Jetzt einfach mal so gerade wohl rausgeraten. Okay, das soll es dann auch gewesen sein. Lasst mir doch gerne ein Like da, schreibt mir was in die Kommentare. Nicht vergessen, ein Abo dazulassen, dass ihr keinen Part mehr verpasst. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.